Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zu diesem Spieltest, nämlich Dictators No Peace. Und hier sind wir gerade, direkt am Anfang. Ich habe es knapp 10 Minuten angespielt. Scheint ganz interessant zu sein. Ich finde, ist nicht so meins. Aber man kann es auf jeden Fall spielen. So, nehmen wir Deutschland und beginnen. Ja, ich lasse die Farbe auf Blau. Ich habe eben schon nach Orange geguckt, aber gab es leider nicht. Also es geht einfach darum, möglichst viel Geld zu sammeln, damit dann das Militär aufzuwerten und andere Länder zu erobern. Also hier haben wir unsere Produktionsstätte und da erhöhen wir mal gleich am Anfang alles auf die maximale Stufe. Damit kriegen wir nämlich mehr Geld pro Sekunde und damit können wir unser Militär schneller aufwerten. So, holen wir mal das Frachtschiff. Und gehen wir hier mal auf den Markt. Opium, Reis. Nee, gerade nicht so meins. Statuen. Naja, man kann ganze Statuen verkaufen. Das habe ich schon gelesen. Wenn ihr das lesen wollt, dann spielt das Spiel ja auch mal selber. So, als erstes müssen wir ein paar Länder erkunden. Und da denke ich mir, nehmen wir einfach mal die in der Nähe. So alle Nachbarländer vielleicht. Und dann gucken wir mal, wie gut deren Militär ist. Boah, die sind alle schon nicht schlecht, muss ich sagen. Deshalb suche ich mir lieber etwas kleinere Länder aus. Die haben dann meistens weniger Militär. Guck mal hier zum Beispiel, Italien hat alles maxed. Also komplett alles. Ah, und es gibt hier auch einen Markt, gut zu wissen. Ich decke hier einfach mal ganz viele Länder auf. So lange sammeln wir ja auch Gold. Deshalb ist das ganz nützlich. So, da haben wir schon eine Menge aufgedeckt. Dann beginnen wir mal, das Militär ein bisschen aufzuwerten. Munition, Soldat und auf jeden Fall noch Infanteriewaffen. Da habe ich leider nicht so viele. Länder mit schwachem Militär, schon klar. Also wir haben hier alles schon maximal verbessert. Kaufen, verkaufen, können wir nichts. Fahren wir mal mit dem Schiff nach Italien. Cashewnüsse, Silber. Okay, da kaufen wir erstmal eins. Silber ist nämlich sehr nützlich. Pferde kann man hier verkaufen und Ingwer. So, ich glaube, zwei Silber lassen wir erstmal so. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier für Gegner haben. Bosnien können wir sehr leicht erobern. Kroatien auch. Slowenien. Albanien, Mazedonien. Griechenland ist da schon ein bisschen stärker. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen mehr Infanteriewaffen.
Dann fahren wir mal zurück und gucken mal, wie wir das Silber verkaufen können. Silber kriegen wir nur 100 für. Also derselbe Preis. Dann decken wir halt noch ein paar Länder auf. Die halt noch so in der Gegend sind. Es sind natürlich einige große Länder dabei. Was aber auch nicht wirklich was heißen muss, wenn man sich Finnland mal anguckt. Aber es ist halt generell so, wie ihr hier sehen könnt. Oh, huch, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Die kleineren Länder haben halt ein bisschen schwächeres Militär. So, da haben wir einiges an Gold wieder. Ich klicke jetzt einfach mal eine Weile. Und dann übernehmen wir mal hier diese drei kleinen Länder. Estland, Attacke und Flugzeug bringt ein bisschen Gold. Was? Ich habe verloren. Oh nein. Als ob ich das wirklich verloren habe. Ich muss mehr darauf achten, wie gut die sind. 14, 0, 0. 32, 20. Und hier haben die 2, 0, 0. Okay, dann warten wir noch kurz. Ich kann immer noch nicht das Silber verkaufen. Dann fahren wir mal wieder zurück nach Italien. So, ich würde sagen, die lassen wir erstmal so. Und gehen mal hier rüber. Piloten. Wollen wir uns erstmal 200 und dann einiges an Munition. So, das Schiff ist wieder in Italien. Exotische Tiere kann man hier verkaufen, kaufen. Nee, nicht so meins. So, dann gehen wir auch nochmal zur Marine. 200 Seeleute. Oder vielleicht sollte ich nicht gleich 200 Seeleute holen, weil ich von allem ein bisschen haben sollte. Aber egal. Das ist jetzt zu spät. Oder ich kann mir ein paar davon holen. 1, 2. 1, 2. Dann gibt es hier auch noch ballistische Raketen, Kriegspanzer und nukleare Abschreckung. Aber dafür haben wir noch nicht genug Gold. Deshalb müssen wir es nochmal versuchen. Und ja, ich habe den Krieg gewonnen. Rundfunkgeräte. Einmal schnell verbessern. Und dann müssen wir auch wieder hier alles aufrüsten. 2, 2, 2. Da haben wir auch 2. Nehmen wir mal ein paar davon. So, und übernehmen wir mal vielleicht noch Lettland.
Man kann es ja versuchen. Und ich glaube, ich habe wieder verloren. Ja, Krieg verloren. Schade. Dann holen wir uns ein paar nukleare Abschreckung. Marina, bisschen mehr Munition. So, 20 Patrouillenboote. Und was auch immer amphibisch ist. Ach so, Amphibienfahrzeuge. Ja gut, das kann mir dann auch einer sagen. Wenn er nur amphibisch steht. So. Dann erkunden wir mal noch ein paar Länder. Bei Russland muss man lange suchen, hier. Ja, da. Die haben natürlich jetzt einen weiten Weg. Huch, da ist noch ein Flugzeug abgestürzt. Die haben hier echt schlechte Armee. Ich glaube, die könnte ich sogar angreifen. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen mehr davon holen. Drei. Na komm schon. Vier. Und 5. Ich glaube zwar nicht, dass es reichen wird, aber egal. Holen wir noch ein paar Soldaten, bisschen Munition. So, greifen wir hier an. Na, wo bleiben die denn? Da. Gewonnen. Juhu. Autos. Okay. Dann holen wir gleich mal das Maximum daraus. Noch ein Flugzeug. Die geben eine Menge Gold. Und dann müssen wir wieder zurück und die Armee wieder ein bisschen aufbessern. So, ein paar davon, noch ein paar gepanzerte Fahrzeuge. Ein Kriegsschiff, Zerstörer, ja, nehmen wir ein paar Zerstörer noch mit. Na komm schon, 4 und 5 und dann müssen wir hier hin, Armenien, ja, da sind sie. Gewonnen. Gold gibt's hier.
lokale Armee. Okay, sollten wir vielleicht mal erhöhen. Und hier auch. Dann wieder volle Soldaten, volle Munition. Und ich glaube, da machen wir noch einen letzten Angriff. Wo ich dann hoffe, dass es klappt. Hier haben wir eine Militärbasis. Okay. Schade, dass man nicht noch weiter rauszoomen kann. Das macht das ein bisschen sehr umständlich, aber kann man nicht ändern. Oh, hier ist noch ein Hafen. Dann fahre ich mal dahin. Schießpulver und Elfenbein. Silber ist immer noch nichts wert. Ich verkaufe trotzdem mal, damit ich ein bisschen mehr Geld habe. So, nein, machen wir mal 10. Hier auch. 10. Nochmal 10. Gut, dann machen wir noch einen letzten Angriff. Aserbaidschan. Wir kommen. Da kommen sie. Auf dem Meer. Gewinnen wir das oder verlieren wir das? Oh, wir haben verloren. Schade. Na, egal. Also Leute, das war's zu Dictators. No Peace. Ist eigentlich ganz nett, aber ist nicht so meins, muss ich sagen, ja. Ich hab's nicht so mit Krieg. Deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht, werde ich es wahrscheinlich auch nicht weitermachen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr noch mehr wollt. Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr wollt, dann überlege ich es mir vielleicht noch. Aber lasst auch ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder. Tschüss.